Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Sitzung, etwas sehr Neues. Herzlich willkommen zu Nerdfall Medizin Live. Wir hatten im vergangenen Jahr diese Idee, das mal auszuprobieren. Viele von Ihnen kennen die beiden wahrscheinlich aus diesen tollen Berichterstattungen aus dem Internet. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt bringen wir das mal live auf die Bühne und streamen das auch gleichzeitig ins Internet. Und wir sind sehr gespannt, wir machen das erste Mal und ich glaube, die beiden sind auch richtig gespannt. Und wir sind vor allen Dingen gespannt nachher auf ihr Feedback, ob sowas Interaktives denn auch mal zu einem Kongress gut tut. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Freude und ich darf jetzt an euch beide übergeben. Toll, dass ihr das macht. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich darf gleich meinen Mitstreiter neben mir vorstellen. Sein Name ist Philipp Gotthard. Mein Name ist Martin Pfandler. Wir machen gemeinsam so Internetvideos und arbeiten in Nürnberg und neuerdings in Bamberg in der Notaufnahme und auf der Straße als Notfallmediziner. Wer dazwischen uns sitzt, sagen wir nachher gleich. Ja, vielen herzlichen Dank für alle, die heute hier sind. Ich weiß nicht, ob eine Person oder 10 Personen oder wie viele uns im Internet zuschauen. Wenn das funktioniert, dann auch Hallo an euch. Das ist sehr strange für uns gerade, das zum ersten Mal so zu machen. Jedenfalls freuen wir uns sehr. Wir hoffen, dass wir spannende Inhalte bringen. Und wir haben auch ein paar innovative Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Dazu aber in Kürze mehr. Philipp? Bevor wir anfangen, müssen wir ganz kurz unsere Folien aufmachen. Oh, weil das müssen wir am Computer machen. Ja, das ist doch gut. Als hätten wir das geübt. Starte das doch. Sehr gut. So, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Alle, die sich wundern, warum wir ab und zu da hinten in die Richtung gucken, da leuchtet ein rotes Licht. Wir möchten natürlich weiter interaktiv im Internet auch unterwegs sein. Und der Saal ist voll. Hoffentlich sind auch die Plätze vor dem Computer, viele Grüße da raus in die Welt, auch alle besetzt. Der erste Gast, Doro Hempel. Wir haben heute nur die besten Gesprächspartner rausgesucht. Und hoffentlich die spannendsten Themen. Doro ist extra hier angereist, einen weiten Weg gemacht. Und wir freuen uns ganz besonders, weil Doro sich mit dem Thema Sterben, Leben am Limit in der Notaufnahme beschäftigt. Und Doro, ich habe direkt eine erste Frage. Ich bin Notfallmediziner. Ich dachte eigentlich immer, meine Aufgabe ist es irgendwie Leben zu erhalten. Sterben, das kommt eigentlich gar nicht in meinen Algorithmen vor. Ist Sterben tatsächlich ein Problem für uns in der Notaufnahme? Kommt das da überhaupt vor? Ja, wenn man Notfallmedizin macht, dann macht man das ja zuallererst immer, um Leben zu retten, um coole Sachen zu machen. Aber Sterben ist gerade für uns in der Notaufnahme und auch in der Präklinik extrem wichtig. Ich will ja einfach nur mal so ein paar Zahlen sagen, wie wichtig das wirklich ist. Wir sehen das ja im Alltag, sowohl in der Notaufnahme wie auch auf der Straße. Und wenn man sich fragt oder seine Angehörigen fragt, ja, wer möchte eigentlich gerne zu Hause sterben, gibt es Umfragen, die sagen, ja, es möchten eigentlich 75% der Menschen gerne zu Hause sterben. Wie ist denn die Realität? Die Realität ist, dass über die Hälfte im Krankenhaus sterben und ungefähr 20-25% in der Pflegeeinrichtung. Das heißt, alleine liegen hier Wunsch und Wirklichkeit enorm auseinander, wenn man sich die allgemeine Bevölkerung anschaut. Und dann gibt es auch Daten aus den USA und auch aus dem europäischen Raum, die zeigen, dass wir in der Notaufnahme 70% aller sterbenden Menschen in ihrem letzten Lebensjahr sehen. Das heißt, wir sehen extrem viele Menschen in ihrem letzten Lebensjahr und auch in den letzten Lebensmonaten. Das heißt, es ist ein riesiges Patientenkollektiv, was wir sehen und wo wir, denke ich, als Notfallmediziner auch großen Einfluss darauf nehmen können, in welche Richtung wir diese Patienten denn leiten können. Und ich glaube, da unterschätzen wir in der Notfallmedizin häufig noch den Einfluss, den wir auf den individuellen Patienten und aber auch das gesamte Umfeld haben können, weil es halt so extrem häufig ist, dass die Patienten zu uns kommen. Und auch gar nicht selten werden diese Patienten auch stationär aufgenommen und haben dann auch lange Krankenhausaufenthalte, die sich auch im letzten Lebensjahr dann bis zu 4-mal statistisch wiederholen. Okay, spannendes Thema. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, ich bin ja Lebensretter, ich gehe jetzt erstmal immer volle Pulle drauf, alles in den Schockraum, alle Mann an Bord und dann retten wir das Ding. Aber wie erkenne ich jetzt einen Patienten, bei dem ich da vielleicht ein bisschen ein anderes Regime
an den Tag bringen sollte. Hast du da einen Tipp für mich? Ja, also eine wichtige Frage ist die sogenannte Surprise-Frage, die viele vielleicht schon mal gehört haben. Die wird auch in dieser Klug-Entscheiden-Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin empfohlen, dass man sich selbst die Frage stellt, wäre ich überrascht, wenn dieser Patient vor mir in den nächsten 12 Monaten, man kann auch einen anderen Zeitraum für sich festsetzen, wenn dieser Patient in den nächsten Wochen versterben würde, wäre ich überrascht? Deswegen auf Englisch die Surprise-Frage. Ja. Okay, und mit der Surprise-Frage, da schließt sich ja eigentlich direkt dann an, man will ja dann raus auf so eine Therapielimitierung. Jetzt für alle, die mich nicht kennen, ich arbeite aktuell ganz viel in der Intensivmedizin und ich glaube, das ist das am meisten diskutierte Thema bei jeder Visite, interkollegial, in jedem Nachtdienst. Mensch, wo wollen wir denn eigentlich hin? Sollen wir da mal eine Therapielimitierung etablieren oder sollen wir das lassen? Hast du da irgendwie Tipps, woran soll man sich da orientieren, wenn man eine Therapielimitierung festlegen will? Gerade in der Notfallmedizin, die ja so schnelllebig ist. Ja, ich würde gerne das Wort Therapielimitierung als erstes als Therapiezielfindung mal definieren, weil es ja nicht immer nur um eine Therapielimitierung geht, sondern auch um, vielleicht wollen wir ganz viel tun, nur was ist unser Therapieziel? Und das heißt, finde ich, die wichtigste erste Frage ist, was ist denn das aktuelle Therapieziel für den Patienten? Was möchte der Patient erreichen? Ist das aus medizinischer Sicht realisierbar? Die nächste Frage ist, wenn es nicht realisierbar ist, was kann sich denn der Patient und was können wir uns als alternatives Therapieziel vorstellen? Mhm. Und um das zu erreichen, was für Maßnahmen brauchen wir? Und was können da für mich so Anhaltspunkte sein? Das ist ja alles, das macht Sinn, aber jetzt frage ich mich, ich stehe da morgen in der Notaufnahme, ne? Und da brauche ich irgendwie was Handfestes. Was sind für mich so die Anhaltspunkte? Wie mache ich die Therapiezielfindung? Danke, dass du mich mit Limitierung beendest. Ich will ja den Patienten noch weiter behandeln. Ja, also es gibt natürlich auch in der Medizinethik immer viele theoretische Konstrukte und ein bekanntes, was in der Medizinethik weit verbreitet ist, ist dieses von Beecham and Childress mit den 4 Prinzipien, an die dass man sich so ein bisschen halten kann. Wir hatten ja erst so paternalistische Medizin, wir wussten eigentlich, was für den Patienten gut ist und dann kam so eine Phase der Patientenautonomie und natürlich ist die Patientenautonomie, was möchte der Patient, immer ein wichtiger Aspekt, den wir in der Situation immer berücksichtigen müssen. Das zweite ist natürlich unsere Fürsorge für den Patienten. Und auch das Nichtschaden, was ja auch bei jeder invasiven Maßnahme, die wir durchführen wollen, ein wichtiges Prinzip ist, das Nichtschadensprinzip. Und das vierte, nur in dieser Theorie, ist dann die Gerechtigkeit, die jetzt für uns am Patientenbett aber eher untergeordnet ist, was ein gesamtgesellschaftliches Prinzip ist, was berücksichtigt werden sollte. Das heißt für mich, wenn du und für dich, wenn wir morgens am Patientenbett stehen und uns fragen, was möchten wir, dann müssen wir uns fragen, okay, was hätte der Patient, Patientenautonomie denn gewünscht in der Situation? Wie können wir vielleicht herausfinden, wenn er uns das nicht sagen kann, was er gewünscht hätte? Wir haben eine Fürsorge für den Patienten, aber wir wollen ihm auch nicht schaden. Okay, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt uns schon festgelegt, wir haben mit den Patienten gesprochen, wir haben auch mit den Angehörigen das Ganze, wir haben festgestellt, das ist ein Patient, wo wir eher ein palliatives Therapieziel verfolgen, wir möchten eigentlich, wir haben eine End-of-Life-Situation, aber was braucht denn eigentlich so ein sterbender Patient? Was, der braucht ja kein ABC, keine Notfalltorakotomie, als palliatives Konzept ist das eher schlecht. Was machen wir stattdessen? Ja, es gibt auch so ein ABC des Sterbens oder der Sterbebegleitung. Das ist natürlich cool, wenn Sie ja Notfallmediziner. Genau. Was ganz grundlegend für uns ist, es gibt zum Beispiel von der Bundesärztekammer auch Empfehlungen zur ärztlichen Sterbebegleitung. Hatte ich auch, bevor ich mich damit intensiver beschäftigt habe, ehrlicherweise nicht gelesen. Und da stehen ganz grundlegende Sachen drin, wie zum Beispiel, was unsere Aufgabe ist, ist für eine menschenwürdige Unterbringung zu sorgen. Fürsorge, Leidenslinderung. Das ist, da hat nochmal festgehalten, wo man sagt, naja, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Es steht auch drin, dass Maßnahmen nicht begonnen werden sollen, wie zum Beispiel Beatmung, Dialyse, aber auch Lagerungstherapien, Messen von Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur, also auch nicht-invasive Maßnahmen, die sollten nicht gemacht werden. Und wenn sie einmal begonnen wurden, dann sollen sie bei sterbenden Patienten beendet werden. Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen. Aber auch so Sachen, die so banal klingen wie menschenwürdige Unterbringung und Zuwendung. Es ist ganz spannend, dass das im Ärzteblatt steht, weil da ist ja irgendwie mal das Wort Arzt drin. Tatsächlich ist es so, wer eine Notfallmedizin kennt, wir sind ja auch ganz viel wir lieben den nichtärztlichen Bereich, auch wieder komische Definition für ein Berufsfeld, was viel größer ist als unseres. Man muss ja sagen,
die ärztliche Therapie ist da ja eigentlich sekundär. Der, der am Patienten steht, das ist ja normalerweise jemand, der da nicht Medizin studiert hat, der hochprofessionalisiert in der Pflege tätig ist. Weil was mir so ganz wichtig ist, Palliativmedizin habe ich lange Zeit im Studium auch irgendwie mit Morphinperfusor verknüpft. Klingt böse, als es sein soll, aber die Pflege was, ist ja die am Patientenbett. Was kannst du den Kollegen mitgeben, was sind so die Bedürfnisse des Sterbenden? Hast du da Tipps für die? Ja, ich glaube, dass die Pflege und auch das nichtärztliche Personal, wie du es gerade gesagt hast, sich da häufig viel besser auskennen als viele Ärzte. Und dass gerade im ärztlichen Bereich der Nachholbedarf extrem groß ist, der in der Pflege schon einen viel größeren Aspekt auch in der Ausbildung einnimmt. Also da sind die Ärzte deutlich im Rücktreffen, was auch den Umgang angeht. Und dass extrem viele Pflegende sich schon viel mehr damit beschäftigt haben, auch mit ihren eigenen Gefühlen der Zuwendung, dass sie das häufig schon viel besser können. Und dass man ja auch ein bisschen auf sein Menschengefühl achtet, ne? Was ist denn die Würde dieses Patienten? Was muss ich tun, um die Würde dieses Menschen, dieses sterbenden Menschen zu achten und sich damit einfach auseinanderzusetzen? Und da ist ganz wichtig einfach auch die Zuwendung. Also niemand stirbt allein, ist, finde ich, ein sehr schöner Satz und ein sehr schönes Prinzip. Und das lässt sich nicht umsetzen, wenn man die Pflegenden nicht hat. Tatsächlich muss man sagen, ist das ja auch ein ganz schwieriges Thema im aktuellen Notaufnahmen. Also da, wo ich bisher gearbeitet habe, da gab es nicht Personal en masse. Ich war auch selten entspannt und habe gesagt, ah, jetzt nehme ich mir mal eine Stunde mehr für den Patienten. Das ist ja im Arbeitsalltag häufig ganz schwierig, dem Patienten dann gerecht zu werden. Und sich da rauszunehmen, wie machst du es? Hast du da irgendwie ein Konzept für dich, wenn du jetzt beim sterbenden Patienten bist und merkst, hey, der braucht mich jetzt irgendwie, den kriegt man ja auch nicht in der Triage unter. Also den kann man nicht triagieren. Welche Priorität hat er? Hast du da irgendwie für dich im Alltag eine Lösung? Also ich für mich persönlich, für mich hat das, ist es genauso ein Notfall wie der polytraumatisierte Patient im Schockraum. Wenn ich für mich überlege, mein Angehöriger wird sterbend in den Flur gekarrt und dann wird irgendwie eine Decke drüber gelegt, dann ist das ja auch, verliere ja auch ich einen Teil meiner Würde. So. Und deswegen ist das genauso ein Notfall wie andere schwer verletzte Patienten auch. Natürlich haben wir nicht Personal en masse, aber es ist genauso ein Notfall wie ein schwer verletzter Patient. Und die lokalen Gegebenheiten, wo man dann diesen Patienten unterbringt, da gibt es natürlich jetzt nicht den goldenen Weg, weil das lokal aktuell die Lage in Deutschland natürlich so unterschiedlich ist. Aber auch da gibt es ja Grundsätze und Leitstrukturen, an denen wir uns ein bisschen orientieren sollten. Also wir brauchen eine menschenwürdige Unterbringung. Das ist wahrscheinlich nicht der Flur in der Notaufnahme oder das Triagezimmer, wo dann andere Patienten noch vorbeispazieren. Und da muss man sich einfach für sich lokal Gedanken machen, wie kann ich das bei mir vielleicht verbessern, dass wir einen angemessenen Raum für den Sterbenden, aber auch für die Angehörigen haben und auch für die Gespräche mit den Angehörigen. Denn die Gesprächsführung mit den Angehörigen ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil bei der Therapie am Lebensende. Man hat ja häufig so eine, will nicht sagen Manf-Situation, aber man hat ja viele hilfsbedürftige Leute dann an einem Ort häufig. Ne? Reine Interessensfrage, hast du habt ihr Seelsorger bei euch in der Notaufnahme oder hast du Zugriff auf Leute, die du da dazu holen kannst? Es gibt ja manchmal so Ehrenämter. Ich weiß, Hospizpflege funktioniert zum großen Teil nur aufgrund des Ehrenamts. Habt ihr sowas? Also im Moment im Land Sachsen-Anhalt und Magdeburg, nein. Ja, da ist das sehr ausgedünnt, die generelle Personalsituation, und das haben wir dort nicht. Und gerade deswegen ist auch dieser Teamaspekt auch mit der Pflege, die genauso belastet sind, aber extrem wichtig, dass man da im Team zusammen diese Gespräche führt und sich auch gemeinsam um den Patienten kümmert und um die Angehörigen. Weil, auch wenn es ganz komisch klingt, aber in der Präklinik haben wir alle Kriseninterventionsteams. Kaum ist man als Notarzt bei einer Reha und bricht die Reha ab. Kriseninterventionsteam ist 10 Minuten später da, wenn man das denn möchte, und es wird eigentlich immer daran gedacht. Kann man ja mal in die Notaufnahme holen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Wir haben zum Glück bei uns ganz engagierte Seelsorger. Extrem spannend. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich glaube, was ja auch noch ein abschließendes Wort ist, und da wird es später noch so ein bisschen gehen, das wird uns begleiten, glaube ich, in der ganzen Session, ist, wie gehen wir als Ärzte, als Pflegende, als Notfallsanitäter mit so einer Belastung um? Ich meine, auch wir müssen abends irgendwie beim Abendbrot darüber nachdenken, hey,
Wir haben da einen Tod mit begleitet, es war eine furchtbare Situation, alle am Krankenbett haben geweint und wir hatten vielleicht selber Tränen in den Augen, mussten in den nächsten Raum wieder reingehen und der coole, die coole Ärztin, Pfleger sein. Da wird, glaube ich, der Daniel Marx noch ein bisschen zu sagen. Und jetzt gucke ich den Martin an, denn für alle die, die es im Raum noch nicht wissen, wir haben es da hinten eingeblendet, wir haben die Möglichkeit... Genau, ich habe das in meiner Aufregung am Anfang, denn ich bin so leicht nervös, irgendwie ist das so ganz ein strange Setting für mich. Aber zum Glück habe ich euch zuhören können, ich habe das total souverän gemacht, jetzt bin ich ganz gechillt und der Wohlbulls ist so zweistellig. Wir haben zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten, wie ihr Fragen stellen könnt, denn das Ganze soll ja interaktiv sein, das soll ja so ein bisschen aus dem normalen Kongressalltag so ein bisschen ausbrechen. Ihr könnt natürlich einerseits an die Mikrofone kommen, jetzt dann gleich. Ihr könnt aber auch, wenn ihr gleichzeitig den Stream anschauen wollt, jemand hat mir schon geschrieben, dass er gleichzeitig den Stream anschaut, funktioniert im WLAN ganz gut, könnt ihr uns per YouTube schreiben oder... Für die, die WhatsApp haben, die können uns einfach ganz anonym eine WhatsApp schicken, denn ich habe sie da auf und es trudeln schon die ersten Fragen ein. Guckt nicht parallel den Stream an, das ist zeitversetzt. Es macht euch verrückt. Ja, genau. Ihr kriegt nichts von der Session mit und geht verrückt nach Hause. Genau, wir müssen ihn ja stoppen, falls der Philipp wieder irgendwas... Naja, okay. Erste Frage, die gleich kommt. Wie ist es eigentlich... Häufig können die Patienten, wenn die zu uns kommen, ja nicht mehr selber aktiv entscheiden. Ne? Also die kommen, sind schwerst krank, da kann man vielleicht was interpretieren, aber so richtig Gespräch kann man nicht führen. Viele Angehörige sind da ja massiv überfordert. Ne? Das ist die 95-jährige, schwerstkranke Oma und dann fragt man die Angehörigen, weil man sich gedacht hat, naja, jetzt fragen wir mal, haben Sie sich schon mal damit beschäftigt, wie weit geht man jetzt mit Intensivmedizin, mit Maßnahmen? Sagt, ach, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Was sind das so Ansätze, die... Also, Angehörige sind überfordert. Gibt es da so Tricks oder Ideen, wie man mit denen umgehen kann? Ja, also ich glaube, was wir für uns als erstes uns bewusst machen müssen, ist, für jede Maßnahme, die jetzt notwendig wäre, brauchen wir eine ärztliche Indikation. Also ich muss davon überzeugt sein, dass die Maßnahme, die jetzt vielleicht angebracht wäre, auch eine Indikation hat. Wenn ich für mich beschlossen habe, dass diese Indikation nicht besteht, das ist ja einfach die Urarztaufgabe, die Indikationsstellung, das heißt, dann kann man das schon in eine Richtung mit den Angehörigen auch besprechen. Natürlich muss man sich immer fragen, was hätte denn der Patient, könnte er es uns jetzt sagen gewollt? Es geht ja nicht darum, was ich möchte, was die Angehörigen möchten, sondern was hätte Herr oder Frau so und so in dieser Situation sich gewünscht. Mhm. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man den Angehörigen das Gefühl nimmt, dass sie jetzt über Leben und Tod entscheiden, sondern dass wir die Entscheidung fällen, aber wir brauchen ja ihre Hilfe, um herauszufinden, was hätte denn der Patient jetzt gewollt? Die schlimmste Frage ist ja, sollen wir alles tun? Ja? Niemals bitte diese Frage stellen, das muss ich jetzt einfach so, das haben auch hier schon Leute geschrieben, bitte, bitte nicht diese Frage stellen. Dazu haben wir auch ein Video. Dazu kommt auch ein Video jetzt. Weil diese Frage so wichtig ist. Ja, genau. Nochmal was Separates. Jemand anderer schreibt, total nett, oder sogar zwei Leute, dass es super ist, dass die Wichtigkeit der Pflege benannt wird. Philipp, gut, dass du das nochmal erkannt hast. Da steht noch was, Verzeihung, ich bin so von 18 Fenstern umgeben. Was sind, Dore, eigentlich häufige Fehler? Jetzt beschäftigst du dich mit dem Thema, da fallen einem auch einfach durch diese Beschäftigung auf, naja, das läuft eigentlich nicht so gut, wenn man das so mal aus der zweiten, oder wenn du als Notärztin jemanden woanders hinbringst, dann siehst du, wie die dort dieses Gespräch führen. Was sind so Fehler, die wir vielleicht alle machen oder die wir sicher alle gemacht haben in solchen Situationen, End of Life? Ein wichtiger Fehler, das hatten wir so angerissen, ist einfach nicht zu erkennen, dass das genau so eine akute Notfallsituation ist, sondern das abzutun, naja, sterbender Patient, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Aufgabenfeld, vielleicht kann sich ja auch die Pflegekraft im Altenpflegeheim jetzt einfach weiter drum kümmern und die Angehörigen informieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu erkennen, dass das so eine Ausnahmesituation ist. Das ist das Erste. Das Zweite, der Fehler, den man immer noch sieht, auch wenn das weit verbreitet ist, ist die Frage, ja, sollen wir denn alles tun oder nichts? Und wir müssen uns bewusst machen, wie wir die Frage formulieren, haben einen ganz großen Impact. Ob wir das in einen negativen Rahmen setzen oder in einen positiven Rahmen. Wollen wir denn ganz viel dafür tun, dass ihr Angehörigen keine Schmerzen hat und keine Luftnot, dass es ihm möglichst gut geht? Das sind, denke ich, die zwei wichtigsten Fehler. Erkennen der Situation und sich bewusst sein, in welchen Rahmen ich meine Aussagen, meine kommuniziere, dass das einen riesen Einfluss hat auf die Angehörigen, die ja auch lange damit weiterleben müssen. Mhm.
Das ist total bizarr, weil ganz viele Leute mir da jetzt zustimmen und noch andere Sachen schreiben. Martin, gibt's im Raum jetzt noch so ganz analog jemanden, der eine Frage hat oder einen Kommentar hat? Uncool, aber man darf es natürlich trotzdem machen. Ja. Magst du es nochmal wiederholen, dass alle hören und ja, potenziell auch im Stream? Genau. Also es ist häufig so, dass wir das Therapieziel nicht kennen und dass wir dann glauben, bis wir irgendwie herausfinden können, was denn das Therapieziel sein kann bei Patienten, wir viele Maßnahmen machen, von denen wir eigentlich der Überzeugung sind, dass sie sinnlos sind. So würde ich die Frage jetzt zusammenfassen. Und der Knackpunkt ist schon, wenn ich glaube, dass eine Maßnahme, die ich tue, sinnlos ist oder kein Therapieziel, was ich als sinnvoll erachte, verfolgt, habe ich schon keine Indikation mehr. Und ich glaube, dass gerade im Rahmen der heutigen Medizin, man kann ja immer ganz viel machen, aber man muss sich bewusst machen, was ist denn die Indikation? Natürlich kann ich bei einer Hirnmassenblutung, wo alle sagen, naja, kann ich auch den Neurochirurgen noch anrufen. So, aber die Frage ist was ist denn die Indikation? Ja. Ja, die Kollegin sagt, also es ist natürlich mal das Gefühl, es ist sinnlos. Ja, also rein rechtlich ist es so, wenn ich jemandem Blut abnehmen möchte, dann brauche ich die Indikation, ich brauche die Zustimmung des Patienten und ich muss es lege artis durchführen. Das sind die drei Sachen. Aber ohne Indikationen kann ich nichts tun. Und natürlich gibt es Graubereiche, wo die Indikationsstellung sehr schwierig ist. 3 Ärzte, 5 Meinungen. Das gibt es natürlich, aber das ist die Grundlage all unserer Entscheidungen. Ich kann auch nicht hingehen und sagen, ja, bitte amputieren Sie mir beide Brüste. Es gibt keine Indikation dafür. Das darf kein Arzt durchführen, weil es fehlt einfach die Indikation. Und das ist ja bei vielen Maßnahmen am Lebensende auch so, dass uns die Indikation fehlt. Und das brauchen wir immer, diese drei Aspekte, dass wir die Indikation haben, die Zustimmung oder die mutmaßliche Zustimmung und dann müssen wir die Maßnahme so durchführen, lege artis, wie sich's gehört. Gibt es noch im Auditorium noch eine Frage? Ja, super, perfekt. Ja, zum Thema Angehörige nochmal. 2 Fragen tauchen ja ganz häufig auf, gerade wenn der Patient frisch verstorben ist. Erstens, haben wir alles richtig gemacht? Hätten wir nicht früher rufen müssen? Und das Zweite ist, hat denn mein Angehöriger sehr gelitten? Meine konkrete Frage dazu, darf ich da guten Gewissens lügen? Gute provokative Frage. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke schon, dass man guten Gewissens den Angehörigen, die damit weiterleben müssen, sagen kann, ja, ihr Angehöriger wir haben alles dafür getan, dass er nicht leiden musste. Das ist, denke ich, so ein Mittelweg. Wir haben alles dafür getan, dass er nicht leiden musste, denn die müssen damit ja weiterleben. Und wir wissen ja gar nicht, muss man sagen, wie geht es eigentlich Angehörigen von Patienten, die bei uns in der Notaufnahme verstorben sind. Das kenne ich jetzt keine großen Untersuchungen dazu. Wie geht es denen eigentlich? Haben die vielleicht auch dann posttraumatische Belastungsstörungen wie Angehörige von Intensivpatienten? Und ich glaube schon, dass das auch unsere Aufgabe ist, den Angehörigen da die Last zu nehmen und zu sagen, ja, in der Situation ist es extrem schwierig und sie haben angerufen und das war vollkommen richtig. Wir haben jetzt alles dafür getan, dass ihr Angehöriger nicht leiden musste. Ein guter Kommentar dazu noch und wir haben, sehe ich schon, über 350 Leute im Internet oder Leute, wie wir heute besprochen haben, die im Hotelzimmer in Unterhose sitzen und jetzt einfach keinen Bock haben, sich was Schönes anzuziehen. Viele Grüße auch an die. Viele Grüße an die. Ihr wisst, von wem wir sprechen. Ein Kommentar war, und das hast du jetzt gerade nochmal gesagt, es ist tatsächlich krass, wie lang so ein einzelner Satz, den wir irgendwo sagen, ein einzelner Satz im Rahmen von Versterben, Generationen, Familien beeinflussen können. Und zwar jetzt nicht nur, dann ist die Tochter halt mal einen Tag länger traurig jetzt oder, ne? Oder ist ein bisschen schlimmer jetzt, sondern das sind Generationen, Familiengeschichten, die wirklich teilweise durch einen Satz, durch ein Gespräch, durch einmal schnell weggehen, verändert werden. Und das hat da jemand nochmal ganz schön geschrieben. Wir haben noch 2-3 Minuten Zeit. Eine Frage, die geht so ein bisschen ins Praktischere. Das ist ein Kollege, denke ich, der als Notarzt oder Notärztin fährt und sagt, häufig wird da irgendwie Hausarzttätigkeit auf den Notarztdienst verlagert, weil ab
15 Uhr ist er nicht mehr erreichbar und Hausbesuche gibt es sowieso weniger. Und jetzt muss ich da als Notarzt irgendwie zu 98-Jährigen fahren, die klar Schnappatmung sterbend sind, wo niemand drüber nachdenkt, ob man die jetzt reanimiert. Aber wo ist das überhaupt meine Aufgabe als Notarzt da, mit Blaulicht hinzurasen? Ja. Ich denke, das Problem ist, wenn das Problem ist natürlich, wenn man jetzt als Rettungsdienstpersonal dorthin fährt, ist man ja häufig dann unzufrieden mit der Situation. So lese ich das aus der Frage auch raus. Aber es ist nicht meine Aufgabe, in dem Moment zu beurteilen, ist das jetzt eine Situation, wo der Notarzt oder der Hausarzt hätte gerufen werden sollen, sondern meine Aufgabe ist dann, oder unsere Aufgabe ist dann, sich um den Patienten zu kümmern und um die Situation zu kümmern. Ich glaube, dieses Präemptive, das viel häufiger, das mit den Hausärzten, mit dem Pflegepersonal, auch in den Altenheimen, auch da muss man ja die Situation des Pflegepersonals einmal sehen, die auch extrem angespannt ist. Da Maßnahmen zu ergreifen, ist nicht unsere Aufgabe, sondern ist eine Aufgabe auf einer anderen politischen Ebene. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ein extrem weites Feld und was auch extrem wichtig ist, was aber, wenn wir als Rettungsdienst hinfahren, nicht unsere Aufgabe sein kann, die jetzt drüber aufzuklären, dass es vielleicht gut gewesen wäre, sie hätten den Hausarzt angerufen. Sondern unsere Aufgabe ist in dem Moment, dem Personal, den Angehörigen, dem Patienten zu helfen. Genau, weil die eine Nachtdienstschwester für 300.000 Patienten im Pflegeheim dann vielleicht auch mit der Situation berechtigterweise überfordert ist. Also man muss ja auch sagen, nachts um 2 oder um 3, wenn man als Notarzt oder als Rettungswagen oder als Personal in der Notaufnahme mit sowas konfrontiert ist, ist die falsche Situation, sich über Berufspolitik und Gesundheitspolitik Gedanken zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Das macht einen nur wütend zu dem Zeitpunkt. Generell bin ich wütend so um 2, 3 in der Nacht. Die andere Sache, meistens. Zu Recht. Und die andere Sache, wenn ich das kurz einwerfen darf, ist ja, ich meine, was wir für einen Aufwand betreiben, um den Tod irgendwo zu verhindern und was wir für Therapien machen, für Leute, die am Lebenslimit sind, wenn sie einen Verkehrsunfall haben und vielleicht Mitte 30 sind. Ja? Und dann stehen wir das der 90-Jährigen, die lange, lange Zeit gelebt hat, nicht zu, weil wir sagen, naja, also eine ausweglose Situation, die Sterbebegleitung am Ende des Lebens, das ist ja nicht meine Kernaufgabe, da fahre ich gar nicht hin, wie lasse ich jetzt da sterben. Also dass ich als Angehöriger, wenn meine Mutter oder Oma stirbt, extrem hilfsbedürftig bin, das steht ja außer Frage. Und das vergessen wir häufig, weil wir halt diesen Rettertrieb haben. Zu Recht. Also, darum ist man ja schon noch, ist auch schon ganz lustig zu retten. Aber letzte Frage. Geht's von der Zeit? Ja, geht's von der Zeit. Ja. Letzte Frage, und die finde ich sehr gut. Da schreibt jemand, anscheinend jemand, der so eher am Beginn seiner Karriere ist, weiß es nicht, ob Arzt, Ärztin oder Pflege oder Rettungsdienst, aber ist wurscht. Ich habe so ein Gespräch noch nie geführt. Ja? Jetzt, wenn ich in die Situation komme, ob das jetzt mitten in der Nacht ist oder man ist der Erstantreffende, das NEF kommt erst in 10 Minuten oder in welcher Situation auch immer. Ich bin die erste Person, die dieses Gespräch führen kann. Ich habe sowas noch nie gemacht. Wie mache ich denn das? Also gibt es da so ein paar Nerd-Facts? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Angehörigen, das gilt ja für fast alle Situationen, klar macht, man ist auf ihrer Seite, man versteht ihr Anliegen und wir sind auf einer Seite. Ich verstehe ihre Not und wir wollen uns gemeinsam um den sterbenden Patienten kümmern. Wenn man das den Angehörigen bewusst macht, dann kann man eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen. Man sollte nie diese Frage stellen, sollen wir jetzt nichts tun? Aber man sollte sich auf eine Seite stellen mit den Angehörigen. Dann hat man gleich eine positive Atmosphäre für alles Weitere, was danach kommt. Und dann ist es häufig auch hilfreich, einfach zu fragen, was ist denn Ihr aktueller Stand? Was wissen Sie über die Grunderkrankung, über die Vorerkrankung? Und die Angehörigen einfach erzählen lassen. Und das fällt uns ja manchmal schwer zuzuhören. Und gerade in solchen Situationen ist es extrem wichtig, sich bewusst zu machen, wir müssen auch einfach mal zuhören und die reden lassen. Und dann werden wir ganz viele wichtige Informationen vielleicht automatisch bekommen, die uns dann helfen, das Gespräch weiterzuführen. Und sagen, ich sehe, da war so ein fröhlicher Mensch und hat sich schon das ganze Jahr auf den Karneval gefreut. Das war ihm enorm wichtig. Also müssen wir uns gemeinsam überlegen, hätte er denn so oder so behandelt werden wollen. Also ich denke, zuhören ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe sehr viel zugehört, Philipp. Vielen, vielen Dank, dass du uns da Rede und Antwort gestanden hast. Und ich habe viel für mich mitgenommen und finde, das ist ein extrem spannendes Thema, was einen ja jeden Tag auch irgendwie begleitet und verfolgt.
Und Martin, ich freue mich tatsächlich, dass so viele Leute Fragen stellen. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank. Wir haben uns vorher überlegt, ob wir hier zu fünft im Raum sitzen und in einen leeren Stream reingucken. Dem ist nicht der Fall. Dafür vielen Dank. Der Aufwand hat sich also gelohnt. Do, danke dir nochmal. Und jetzt kommt eine kurze Überleitung. Die Leute am Monitor werden sich wundern. Die hier im Raum werden einfach sehen, was Überleitung passiert. Überleitung mittels Applaus für Doro. Danke. Ja.